السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عموما ہم جب اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعام کو دیکھتے ہیں تو اکثریت کے منہ سے Worte uns Gedanken zu machen,
Denn der verheißene Messias, salallahu alaihi wasalam, hat durch das Wissen, das Allah ihm gab, uns über die Lehren hinter diesen Worten aufgeklärt. Und der verheißene Messias, salallahu alaihi wasalam, hat auch dieses Wort, Alhamdulillah, erläutert. Ich möchte heute eine kurze Erläuterung dieses Wortes in den Worten des Verheißenen Messias al-Islam geben. Der Verheißene Messias sagt, die Lobpreisung bedeutet, dass man etwas gedenkt oder einer Person gedenkt, die würdig ist dieser Lobpreisung und die durch ihre Möglichkeiten, die sie hat, jemanden etwas gibt. Doch in seiner Vollkommenheit bedeutet dieses Wort, dass man jenem Wesen dankt, der von sich aus die Menschen mit seinen Segnungen beschüttet. Und der Verheißene Messias schreibt, dass die wahre Bedeutung von Hamd nur auf Allah Ta'ala zutrifft. Denn alles, was kommt, kommt von ihm. Und aller Preis und aller Lob, den es geben kann, gebührt jenem Wesen, nämlich Gott. Und er ist der Einzige, der dieser Lobpreisung würdig ist. Das ist die Erläuterung des Verheißenen Messias alaihi salam über das Wort Hamd. Und wenn wir diese Erläuterung beachten, sobald wir das Wort Alhamdulillah aussprechen, dann ist es in der Tat so, dass wir das Wort gebührend aussprechen. Ein gläubiger Mensch sollte immer darauf achten, dass er diese Worte, die im Heiligen Koran vorhanden sind, immer mit dieser Erläuterung wiedergibt. Ich werde heute auf diesen Aspekt weiter eingehen und zeigen, wie der verheißene Messias alaihi salam das Wort Hamd erläutert hat und welche weiteren Dinge damit zusammenhängen. Hamd ist also eine Lobpreisung, die immer eine positive Seite erläutert. Zum Beispiel passiert es, dass man einen Menschen würdigt aufgrund seiner positiven Eigenschaften. Aber das wahre Wesen, was lobpriesen werden kann, ist Allah. Und alle Lobpreisungen kommen nur von ihm. Denn er ist der Einzige, dem es gebührt, diese Würde und Lobpreisung auszusprechen. Der verheißene Messias sagt, dass die Lobpreisung durch Alhamd auf jenes Wesen gelenkt wird, welcher durch seine eigene Absicht dem Menschen etwas gibt. Das ist also die Absicht Allahs. Manchmal zeigt Allah seine Eigenschaft des Gnadenreichen, Ar-Rahman. Das heißt, er gibt, ohne dass die Menschen es verlangt hätten. Und manchmal gibt er mehr, als die Menschen verlangen. Und das ist seine Absicht, durch die er den Menschen segnet. Wenn ein Mensch etwas Gutes tut oder eine Aufgabe bewältigt, dann ist es die Aufgabe Allahs, die positiven Ergebnisse zu zeigen. Dies geschieht auch unter dieser Eigenschaft Allahs. Wer kann mehr etwas dem Menschen durch seine Absicht geben als Allah? Allah möchte, dass er seine Menschen segnet. Deswegen hat er seine Gnade erweitert
und auf und wenn die Menschen sich dieser Gnade annehmen und sich ihrer nähern, dann werden solche Segnungen auf ihnen geschüttet, die der Mensch sich nicht vorstellen kann. Und das hat uns der verheißene Messias Al-Islam in seiner Jamaat heute gegeben. Denn seine Botschaft ist die segensreiche, die gewinnt. Dann schreibt der verheißene Messias Al-Islam weiter: Wahre Lobpreisung gebührt jenem, welcher der Quell jeglichen Segens ist. Denn es ist Allah, durch den das Licht der Himmel und Erde leuchtet und der die Quelle jeglichen Lichts ist. Und da er die Quelle ist, ist es die Aufgabe des Menschen, sich vor ihm niederzuwerfen und ihn zu lobpreisen und ihm zu danken, damit er aus der Dunkelheit herauskommt und sich jenem Lichte nähert. Und an dieser Stelle beginnt ein zweites Kapitel der Segnungen Allahs, denn es heißt: Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur. Allah ist derjenige, der der Freund jener Menschen ist, die glauben. Und er führt sie aus der Dunkelheit zum Licht. Jener Mensch, dessen Freund Allah ist, bekommt ein ganz neues Verständnis des Wortes Alhamdulillah, und neue Türen der Segnungen öffnen sich auf diesen Menschen. Ein Mensch, der wahrhaftig Allahs gedenkt und ihm dankt und ihn lobpreist, ihm werden die Segnungen Allahs zuteil, die unendlich sind. Eine Segnung nach der anderen, die immer größer ist, wird diesem Menschen zuteil. Dann sagte der verheißene Messias al-Islam weiter: Ebenso muss man bedenken, dass Allah niemals ohne Absicht einen Menschen segnet, sondern er tut dies mit Absicht. Er weiß, dass er dem Menschen etwas Gutes tut, eine Güte erweist, und er möchte keinen Lohn dafür haben. Doch er hat dem Menschen gesagt: Wenn du Dankbarkeit zeigst, wenn du dein Menschsein unter Beweis stellst, wenn du mein Diener bist, wirst du mehr bekommen. Ich werde dir mehr geben. Meine Preise und meine Güter werden immer wachsen. Nicht nur diese Preise und diese Segnungen und diese Güter werden dir in dieser Welt gegeben werden, sondern auch im Jenseits wirst du von Segnungen und der Güte Allahs und den Preisen Allahs profitieren. Denn die Früchte des lobpriesenen Gottes sind unendlich. Dann sagte der verheißene Messias al-Islam weiter: Seid euch bewusst, dass die Lobpreisung der Geschöpfe Allahs, die ihr tut, wenn ihr einen Menschen dankt oder wenn ihr ihn lobt, dann ist das in der Tat die Lobpreisung Allahs, denn dies sind ebenso Geschöpfe des Herrn. Und jeder Mensch, jeder gläubige Mensch muss wissen, dass aller Preis und aller Lob nur Allah gebührt. Denn alles, was erschaffen wurde, hat Allah erschaffen. Die Erde, alles, was in den Himmeln ist, hat Allah geschaffen. Das sind seine Geschöpfe, ob sie lebendig sind oder ob das andere Geschöpfe sind. Alles hat Allah
geschaffen und Eigenschaften in ihnen gelegt. Und es ist nur Allah, durch den der Mensch auf irgendeine Art und Weise profitieren kann. Irgendein Mensch und irgendeine Sache, irgendeine Schöpfung, die vorhanden ist, hat überhaupt keine Bedeutung und ist bedeutungslos, solange wie Allah ihr Bedeutung schenkt. Und diese Sache zum Wohl der Menschheit wird. Viele Dinge, die wir beobachten auf dieser Erde, sind Dinge, die dem Menschen zugutekommen, und diese Eigenschaft hat Allah in diesen Dingen gelegt, dass sie dem Menschen helfen. Aus diesem Grund muss jeder Mensch absolut sich bewusst sein, dass er alles, was er bekommt, durch Allah und durch seine Güte bekommt. Wenn er also einem anderen Menschen dankt, dann tut er dies, um Allah zu danken, weil er weiß, dass Allah diese Geschöpfe und diese Mittel geschaffen hat, durch die er auf irgendeine Art und Weise profitiert, durch die der Gläubige profitiert. Doch ebenso ist es wichtig, dass man den Menschen dankt. Wenn ein Mensch einem etwas Gutes tut, soll man diesem Menschen dankbar sein. Denn wenn ihr Menschen mit der Absicht dankt, dass Allah diese Menschen für euer Wohl erschaffen hat und ihr von ihnen profitiert und sie ein Mittel Allahs sind, die euch geholfen haben, dann ist dies in der Tat eine Lobpreisung und eine Dankbarkeit gegenüber Allah. Diese Dankbarkeit geht zurück auf jenen Herren der Welten, der alles erschaffen hat, der uns erschaffen hat und der Dinge erschaffen hat, die für unser Wohl und unser Leben notwendig sind. Deswegen ist es nicht so, dass ein Mensch einen anderen Menschen zu seinem Herrn macht, wenn er ihm dankt. Er sagt nicht, dass dieser Mensch ihm dies gegeben hat, sondern jener einzige Herr, der Herr der Welten ist, hat diese Dinge zu Mitteln gemacht. Das ist die Würde eines gläubigen Menschen. Wenn er dankbar gegenüber Menschen ist, dann weiß er, dass die Quelle dieser Güte allein das Wesen Allahs ist. Wenn er sogar eine Güte erfährt von einem anderen Menschen, dann weiß er, dass dies nicht in der Tat dem Menschen zu verdanken ist, sondern Allah zu verdanken ist, dass Allah Ta'ala diesem Menschen die gute Absicht dann ins Herz legte. Ein wahrer gläubiger Mensch ist immer darauf bedacht, dem Wesen Allahs Dankbarkeit zu zeigen. Und wenn dies passiert, dann ist dies die wahre Lobpreisung, auf die der verheißene Messias Al-Islam uns aufmerksam gemacht hat. Durch die Gnade von Allah ist die Mehrheit der Mitglieder der Jamaat sich dieser Denkweise bewusst und weiß, warum man Allah lobpreisen sollte, und sie wissen, dass nur dadurch ihr Glaube voranschreiten kann. Doch auch als ganze Jamaat sollten wir immer wissen, dass die Fortschritte, die Jamaat macht, dass wir dadurch Allah lobpreisen und immerzu Alhamdulillah mit dieser Absicht aussprechen und wissen, was dahinter steckt, was die Bedeutung dieser Worte sind. Und wenn wir in der Tat und wahrhaftig Allah gedenken und ihn lobpreisen, dann werden wir dankbarer als früher. Und
Diese wahre Dankbarkeit und Lobpreisung kann in den Menschen eine großartige spirituelle Revolution hervorrufen. Sie wird den Menschen von Schirk, von Götzendienst bewahren und sie wird ihn zum wahren Diener Allahs machen. Und er wird die Gebote Allahs einhalten, die Allah auferlegt hat. Er wird Menschlichkeit und hohe moralische Eigenschaften entwickeln. Das ist also die Bedeutung von Hamd, die wir suchen sollten. In der letzten Freitagsansprache, die ich in Kanada hielt, habe ich die Jugendlichen von USA und Kanada erwähnt, dass Allah ihnen die Möglichkeit gegeben hat, der Jamaat zu dienen auf vielerlei Art und Weise. Und sie haben Beziehungen geschaffen zu Fremden, nicht Ahmadi Menschen, und haben diese Beziehungen zu Fremden haben gute Ergebnisse für die Jamaat hervorgerufen. Große Persönlichkeiten haben sich mit der Jamaat vertraut gemacht. Und durch diese Kontakte und Beziehungen habe ich durch viele Personen habe ich die Möglichkeit gehabt, viele Personen zu treffen. Viele kamen zu uns in der Moschee und haben mich getroffen. Große Persönlichkeiten, von denen wir denken, dass sie normalerweise nicht kommen, sind zu uns gekommen und haben mit uns diskutiert. Das sind jene Menschen, die die Welt regieren, die Fäden ziehen. Und ich habe die Möglichkeit bekommen, ihnen eine Botschaft zu geben, ihnen etwas zu sagen und sie zu ermahnen. Und eine große Rolle haben dabei die Jugendlichen gespielt. Aber diese Jugendlichen, ob sie in den USA leben oder in Kanada leben oder in irgendeinem anderen Land leben, möchte ich heute auch darauf hinweisen und ermahnen, dass sie niemals denken sollten, dass diese Beziehungen ein großer Erfolg für sie sind. Nein, diese Beziehungen und diese Kontakte haben sie gepflegt, damit sie ihnen die wahre Lehre des Islams geben. Und wenn sie die Möglichkeit hatten, mich mit ihnen, mit diesen Persönlichkeiten in Verbindung zu setzen oder mit ihnen ein Treffen zu organisieren, dann hat Allah mir die Möglichkeit gegeben, die schöne Lehre des Islams zu zeigen und mit Weisheit diesen Menschen, die Fäden in der ganzen Welt ziehen, zu zeigen und zu sagen, wie man die Welt führt, was es bedeutet, die Welt zu führen. Die erste Sache, die ich jedem Jugendlichen ans Herz legen möchte, ist, weil ich in den USA und in Kanada war, sage ich insbesondere diesen Jugendlichen in den beiden Ländern, dass sie ihre Beziehungen, ihre Fortschritte, ihre Erfolge niemals auf ihre eigenen persönlichen Fähigkeiten damit verbinden sollten, sondern immer zu wissen sollten, dass Allah es war, der ihnen durch seine Gnade die Möglichkeit gab, diese Kontakte zu pflegen. Und wir werden niemals durch diese Kontakte unsere individuellen, persönlichen Vorteile ziehen, sondern unsere Aufgabe wird immer sein, der Welt den richtigen Weg zu zeigen. Und wenn die Welt diesen Weg akzeptiert, ist es gut. Und wenn sie das nicht tut, dann haben wir zumindest unsere Aufgabe getan, damit wir die Welt vor Katastrophen bewahren. Denn die Richtung, die die Welt eingeschlagen hat, führt in eine große Zerstörung. Man
hat die Aufgabe, die Welt zu Gott zu führen. Wenn jemand denkt, dass er durch diese Beziehungen, durch diese Kontakte persönliche Vorteile erzielen kann oder dass die Jamaat Ahmadiyya dadurch fortschreiten wird, dann ist das absolut falsch. Denn ich habe eindeutig gesagt in meinen Erläuterungen zum Wort Hamd, dass dies die Absicht Allahs ist, dass er die Jamaat des verheißenen Messias a.s. voranschreiten lässt. Und diese Fortschritte werden durch unsere kleinen Versuche gestützt. Doch es ist die Segnung Allahs und seine Güte, dass die Jamaat voranschreitet. Und jede Frucht, die wir sehen, ist kein Resultat einer persönlichen Anstrengung, sondern allein den Segnungen und den der Liebe Allahs zu verdanken. Und wenn wir diese Gedanken pflegen, wenn wir uns daran immer halten und uns dessen bewusst sind, werden wir immer voranschreiten. Und wir haben überhaupt kein Interesse daran, Kontakte deswegen zu pflegen, weil wir persönliche Vorteile ziehen wollen. Die meisten von Ihnen werden in Al-Fazal den Bericht über meinen Besuch in den USA gelesen haben. Ich habe im Kapitol, wo der Senat, der Kongress tagen, die Möglichkeit gehabt, wo es auch andere Büros gibt dieses Landes. Dort habe ich in einer Veranstaltung in der Halle teilgenommen, in der ich auch eine kurze Rede hielt. Unsere Feinde, unsere Widersacher haben daraus vor allem in Pakistan Propaganda gemacht, damit man gegen die Ahmadis hetzen kann. Aber sie haben keinen nennenswerten Erfolg erzielen können. Sie haben mir vorgeworfen, dass ich die US-Regierung gebeten hätte, den Ahmadis zu helfen und in Pakistan gegen die Regierung vorzugehen. Wenn Sie meine Rede gehört haben und Augen der Gerechtigkeit besitzen, dann kann jeder Mensch, der gerecht ist, der Augen besitzt, kann jeder entscheiden, warum ich dorthin hingegangen bin. Bin ich dorthin gegangen, um etwas zu nehmen oder um etwas zu geben? Unsere Jamaat schreitet alleine durch die Segnungen Allahs voran und nicht durch irgendein Land oder irgendeinen Staat. Und wenn es um Verschwörungstheorien geht, dann möchte ich klarstellen, dass wir unser Land mehr lieben als ihr. Ihr, die weder bei der Gründung Pakistans eine Rolle gespielt habt, noch bei der Etablierung dieses Landes eine Rolle spielt, sondern ihr wollt mit beiden Händen das Land ausrauben und zerstören. Was die Frage angeht, ob wir dort etwas nehmen wollten, dann möchte ich klarstellen, dass als ich im Jahre 2008 in den USA reiste, als ich dort auch einen Empfang hatte, kam ein Senator, 5 Minuten kam er und ging weg vor der Sitzung. Kein Senator und kein Kongressmann war dort anwesend. Damals, ich habe 2 Minuten mit ihm geredet, er fragte, was möchten Sie von mir? Ich hatte das Gefühl, als ob er mir sagen wollte, was willst du hier von mir nehmen und was kann ich dir geben? Ich antwortete ihm, ich möchte nichts von dir haben, sondern dir etwas geben, nämlich wie du der Welt Frieden schenken kannst. Das war der einzige Senator, der damals anwesend war und nach ein paar Minuten ging er weg. Aber jetzt in diesem Jahr bei der Rede im Kapitol
Die Bedeutung dieser Rede war für mich nur so stark, dass ich der einflussreichen Persönlichkeiten, den einflussreichen Persönlichkeiten dieses Landes die Lehre des Islams geben möchte. Das war meine Intention, damit sie so in die richtige Richtung voranschreiten. Ein Tag vor dieser Rezeption kam ein Vertreter von CNN und interviewte mich. Er sagte zu mir, das ist eine große Möglichkeit für Sie. Wie fühlen Sie sich? Ich antwortete spontan, nein, das ist keine große, großartige Möglichkeit für mich. Und ich bin nicht aufgeregt und es ist kein Zeitpunkt, den ich als großartig, als Möglichkeit für mich bezeichnen würde. Sondern meine Intention, warum ich in den USA gekommen bin, ist, dass ich mich mit den Ahmadis hier treffe und sie spirituell weiterbringe. Daraufhin sagte dieser Interviewer, dass diese Aussage wird den Politikern in den USA aber nicht gefallen, dass du ihm keine Bedeutung schenkst. Dann lachte er und sagte, ich werde aber das, was du gesagt hast, nicht den Politikern sagen. Das, es kann sein, dass ein Mensch, der weltlich denkt, dass für ihn diese Programme große Bedeutungen haben, aber für uns hat dies nicht mehr eine Bedeutung, als dass wir die Möglichkeit bekommen, die Lehre des Islams weiterzubringen. Und natürlich danken wir den Menschen, weil es menschlich und zivilisatorisch notwendig ist. Es kamen auch einige Menschen zu mir, einer von ihnen sagte zu mir, gestern haben sie im Kongress, haben sie eine Rede gehalten. Er sagte, morgen werden sie eine Rede halten vor den Kongressleuten und den Senatoren. Sind sie aufgeregt? Ich sagte, nein, ich bin nicht aufgeregt, weil ich die Lehre des Islams und des Heiligen Korans vermitteln will. Und ich glaube nicht, dass dies ein Zeitpunkt ist, bei dem ich Aufregung zeigen werde. Er antwortete, wenn wir eine solche Möglichkeit bekommen, werden wir schnell aufgeregt, obwohl wir gute Redner sind. Weil diese Menschen diese einflussreichen Menschen, das war ein kirchlicher Vertreter, wir sehen, dass sie auch weltlich denken. Und das Wort Capitol Hill ist für sie ein Wort der Macht. Und sie werden schnell aufgeregt, wenn sie das hören. Aber jemand, der an Gott glaubt, hat eine andere Intention. Und wir sind es, die Einfluss auf diese Menschen ausüben, weil wir die Botschaft Allahs ihnen vermitteln. Viele Sitzungen, viele Meetings dieser Menschen statt, die auch Muslime sind, dort. Aber niemals haben sie, das waren muslimische Vertreter, die mir dies sagten, und sie haben niemals die Möglichkeit gehabt, diesen Politikern die Botschaft des Islams zu geben. Ein Senator sagte, Muslime sollten genauso sein, dass sie ihre Lehre offen präsentieren. Das sind Vorurteile, die Menschen gegen uns haben. Kein Mensch, kein Muslim hat bisher die Möglichkeit gehabt, diesen Senatoren oder Kongressleuten etwas über den Islam zu erzählen, weil sie weltlich denken. Unsere Jugendlichen sollten sich bewusst sein, dass wir nichts von diesen weltlichen Führern haben möchten, sondern ihnen etwas geben möchten.
und dass wir dankbar gegenüber Allah sind, dann werden sie sehen, wie Allah Ta'ala sie segnet. Seien sie sich immer bewusst, dass die Aufgaben der Jamaat niemals weltlich verunreinigt werden darf. Wenn sie denken, dass die Welt ihr Ganzes ist, dann wird Allah, der die Quelle der Segnung ist, diese Preise und diese Güter von ihnen wegnehmen. Unsere Aufgabe und unsere Intention ist immer, Allah zu lobpreisen und sein Wohlgefallen zu erlangen. Und niemals, dass wir mit der Welt Kontakte pflegen, um für uns Vorteile zu ziehen. Und das werden wir auch niemals machen. Und das haben wir auch nie in der Vergangenheit getan. Das ist nicht der Sinn unseres Lebens, dass wir mit diesen weltlichen Menschen gute Beziehungen pflegen und sie so beeinflussen, dass sie für uns etwas Gutes tun. Weder das Kapitol noch ein Senat kann jemals unsere Intention sein und das wird auch niemals der Fall sein. Das ist nicht das, was wir erreichen möchten. Unser Ziel, das sollte jeder Ahmadi wissen, egal wie gebildet er ist, unsere Aufgabe und unsere Intention und unser Ziel ist, die ganze Welt gottesfürchtig zu machen und die Fahne des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam höher wehen zu lassen als alle Fahnen der Welt. Wir haben in MTA bestimmt gesehen und in den Berichten gelesen, dass das, was ich in meiner Rede sagte, die Lehre des heiligen Korans war, die Lehre des Islams war, die Lehre der Wahrheit war. Das war das, was ich versucht habe zu vermitteln. Und auch darin liegt keine Fähigkeit oder keine Besonderheit, die ich habe. Ich denke, ich bin ein einfacher Mensch, der nicht so viel Wissen hat. Aber ich weiß, dass ich derjenige bin, der die Botschaft des verheißenen Messias Al-Islam überbringen muss. Und es war ein Versprechen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nusirtu birrub. Wir werden dir durch deine Würde und durch deine Erhabenheit helfen. Und das war das, was ich auch dachte, als ich dort ging, dass die Leute behaupten, dieses Kapitol und dieser Senat etwas Großes ist. Doch ich betete zu Allah, O Allah, ich bin der Vertreter deines Messias und gehe in seine Vertretung dorthin, um deine Botschaft zu geben. Und du hast dem verheißenen Messias versprochen, Nusirtu birrub, ich werde dir helfen durch deine Majestät. Du hilfst mir auch. Und Allah erhörte dieses Gebet. Und es haben viele Ahmadis und viele Nicht-Ahmadis auch bestätigt, dass wir sahen, wie Allah Ta'ala sie half. Abdul Malik Khan Sahibs Sohn, der dort lebt, ist auch in der Nationalamla. Er hat auch einen Artikel geschrieben. Und das sollte er in Al-Fazal und anderen Zeitschriften auch veröffentlichen. Er hat dort die Kommentare dieser Politiker beschrieben und die Gefühle und das, was sie davon mitnahmen aus dieser Sitzung. 29 Kongressleute und Senatoren waren anwesend, viele Think Tank-Mitglieder, NGOs, Pentagon-Mitarbeiter. Und insgesamt waren es 110 Leute mit diesen ganzen Menschen. Und das ist eine Tradition dort, dass die Kongressmänner und Senatoren, wenn sie dorthin gehen, dass sie nicht lange in einer Sitzung bleiben und nach kurzer Zeit weggehen. Das wissen sie selber, was ihre moralischen Werte sind. Aber nicht jeder hat dort die Möglichkeit, lange zu sitzen. Aber in dieser Sitzung, außer zwei oder drei Menschen, die vorher um Erlaubnis gebeten hatten, sind alle bis zum Schluss geblieben. Und ein alter
Mitarbeiter von Capitol Hill, sagte, ich bin seit 15 Jahren hier und ich habe das erste Mal gesehen, dass mehr als, ich habe niemals gesehen, dass mehr als 10 Leute irgendwo in einer Sitzung zusammenkommen. Das ist das erste Mal passiert. Und zweitens, die Senatoren bleiben für 5, 6, 7 Minuten und gehen weg, auch wenn große Persönlichkeiten kommen. Und dann sagte er, und das war für mich sehr eigenartig, viele Oppositionsführer und Regierungsvertreter waren dort anwesend, sowohl Regierungsvertreter als auch Oppositionsmitglieder. Und dieser Senator, der damals 2008 zu mir kam und sagte, was willst du von mir? Er selbst war auch da, der damals sehr hochmütig war. Und er war anwesend bis zum Schluss und hörte mir bis zum Schluss zu. Es gab einige Senatoren und Kongressleute, die, weil nicht genügend Stühle vorhanden waren, war eine große Halle, aber trotzdem sind die Stühle ausgegangen. Das war die schönste, größte Halle dort, wo die besten Programme stattfinden. Diese Senatoren und Kongressleute standen teilweise und hörten bis zum Schluss zu und hörten zu, was sie vielleicht gar nicht vorher interessierte, nämlich Gerechtigkeit zu üben. Und wenn ihr dies nicht tut, sagte ich, habt ihr nicht die Möglichkeit, eure Macht gerecht auszuüben. Große Völker sollen auf Gerechtigkeit achten und auf die kleinen Völker in der Sicherheit, im UN-Sicherheitsrat sollte Gerechtigkeit herrschen. Und ihr sollt nicht auf die Güter anderer Völker ausgemacht sein. Das waren Dinge, die ich ihnen sagte. Und alles im Lichte des Heiligen Korans. Und sie hörten zu. Nach meiner Rede kam der erste muslimische Senator, der dort anwesend war, Afroamerikaner. Er sagte, ich fand es am besten, dass sie sagten, ihr sollt nicht die Güter anderer Menschen mit begierigen Augen anschauen. Das sollte schnell veröffentlicht werden, sagte er. Und ein Kongressmann sagte, diese Botschaft, die sie gaben, braucht Amerika. Es ist also unsere Aufgabe, die schöne Lehre des Islam zu überbringen. Und es war allein die Segnung Allahs, dass wir die Möglichkeit hatten, dies zu tun. Welche Früchte dies tragen wird, temporär und langfristig, das wissen wir noch nicht. Aber wir wissen, dass wir die Möglichkeit hatten, durch die Gnade Allahs die Botschaft des Islams überzubringen. Und jeder Ahmadi sollte sich immer bewusst sein, dass dies eine Gnade von Allah ist. Ebenso überbrachte ich den Politikern die Botschaft, immer gerecht zu handeln. Und ich sagte, wenn ihr dies nicht tut, wird Allah Ta'ala sein Schicksal, seine Vorherbestimmung in Gang setzen. Unser Sekri Raja, ein junger Mensch, und seine Mannschaft haben dort gute Kontakte gepflegt, haben alte und neue Kontakte hergestellt. Auch sie sollten Allah Ta'ala gegenüber dankbar sein, dass er uns die Möglichkeit gab, der Jamaat zu dienen und ihnen die Wahrheit zu sagen, den Menschen. Alle Menschen, alle Politiker, alle einflussreichen Menschen, die dort anwesend waren, haben die Möglichkeit bekommen, die Lehre des Islams zu erfahren. Ebenso ist es wichtig, dass man andere Gelehrte und Bildungsbürgertum über den Islam aufklärt. Auch in Kanada, in der neuen Dahir,
Halle, die eröffnet wurde, haben viele örtliche Kanadier, Politiker, andere gelehrte Menschen, die ich über die Lehre des Islams aufklärte. Und ich habe sehr gute Rückmeldungen bekommen. Möge Allah diese Botschaft ihre Herzen verändern lassen. Ich möchte zu dieser Zeit auch sagen, dass ein eine Regierungsbehörde versprochen hatte, damals 2,5 Millionen Dollar dafür zu investieren mit der Jamaat. Und ich, als ich das erfuhr, sagte ich, nein, wir wollen kein Geld haben, das wird die Jamaat alleine errichten. Wir haben mehrere Millionen Dollar ausgegeben und diese Halle errichtet und eine Halle für die Jamaat errichtet. Obwohl Kanada auch große Moscheen baut, viele Millionen Dollar dafür ausgibt, hat Allah Dalla durch seine Gnade ihnen die Möglichkeit gegeben, diese Ziele zu erreichen. Möge Allah ihre Fähigkeiten erweitern und sie segnen. Das Gebäude für die Jamia, das bisher verwendet wurde, war mittlerweile zu klein geraten. Jetzt haben wir schöne große Büros und Klassenräume im Peace Village, wo man auch gut alles kontrollieren kann. Dieses Jahr wird dort inshallah die Jamia beginnen. Auch diese Fortschritte sollten uns dazu führen, dass wir Allah Ta'alas Gnade gedenken. Jedes Mitglied der Jamaat ist verpflichtet und hat die Aufgabe, Allah Ta'alas dankbar zu sein, möge Allah ihnen diese Möglichkeit geben. Der Bürgermeister von Ontario, der Ministerpräsident von Ontario, hat dort einen sehr schöne Rezeption gegeben. Und er, als er erfuhr, dass ich nach Kanada komme, sagte er, dass er mich empfangen möchte. Und ich sagte, nein, ich habe nicht so viel Zeit. Er wollte diese Rezeption in seinem Ort machen und ich sagte, dass leider die Zeit fehlt. Er sagte, wenn dies der Fall ist, dann werde ich die Rezeption dort machen, wo Sie sind, in einem Hotel werde ich kommen und diese Rezeption machen. Das möchte ich unbedingt machen. Deswegen sagte ich noch zu, er lud uns ein und mit sehr schönen, wohlwollenden Worten richtete er sich an uns und sagte, was die Jamaat alles leistet. Und auch ich hatte dort die Möglichkeit, die Botschaft des Islams noch intensiver zu überbringen. Auch viele Amtsinhaber der Jamaat haben gute Kontakte zu den Politikern und viele andere Menschen, andere Ahmadis auch, legen diese Kontakte weiter. Bleiben Sie sich immer bewusst, dass dies eine Segnung Allahs ist und nicht unsere persönliche oder unsere individuelle Arbeit eines Jugendlichen oder irgendeines anderen Menschen. Durch die Gnade von Allah ist die Jamaat in Kanada eine sehr aufrichtige Jamaat. Ich habe in der letzten Khutbah auf einige Dinge hingewiesen und auch ihnen mit mahnenden Worten auf einige Dinge aufmerksam gemacht und viele Mitglieder der Jamaat weinten in den Mulaqat und in den Briefen haben sie auch sich entschuldigt. Meine Intention war es, einige Abteilungen auf ihre Fehler hinzuweisen. Ich habe keine Bedenken an die Mitglieder der Jamaat dort, aber während der Jalsa, deswegen sagte ich auch, dass man die Jalsa mit den USA zusammenlegen sollte, weil einige Fehler passiert von Mitgliedern und von Amtsinhabern und auch von Frauen.
dass sie dort nicht sich während der Reden ruhig verhielten und der Söldner lauschten. Aber die Amtsinhaber sind dafür verantwortlich und diejenigen, die für die Jölzer zuständig sind, dass sie sich um Besserung bemühen. Wenn sie sich entschuldigen wollten, dann hätten die Amtsinhaber machen sollen oder diejenigen, die Duty gemacht haben. Dies haben sie nicht gemacht. Andere Mitglieder der Jamaat haben sich entschuldigt. Durch die Gnade von Allah ist die Jamaat Kanada sehr aufrichtig und ich bin Allah Ta'ala sehr dankbar. In Peace Village haben wir jetzt eine noch größere Siedlung gebaut. Auf der anderen Straßenseite ist die Siedlung auch fertig. Ich glaube, dass ungefähr 1000 Häuser dort vorhanden sind. Da ist sehr viel los. Und immer sieht man dort eine Ahmadi-Atmosphäre. Durch die Gnade von Allah ist die Aufrichtigkeit der Jamaat Kanada sehr hoch und ich bin dankbar Allah Ta'ala gegenüber, dass er diese Menschen uns gegeben hat, die an den verheißenen Messias al-Islam glauben. Das ist eine schöne Jamaat, des verheißenen Messias al-Islam, die das Khilafat liebt. Jeden Tag war in Peace Village eine sehr schöne Atmosphäre und weil Ramzan vor der Tür steht, musste ich kommen, aber mein Wunsch war, dass ich dort noch länger bleibe. Das ist mit einer Segnung Allahs, dass der Ort der Jalsa auch zu klein geraten ist. Wir haben jetzt wenige Parkplätze und deswegen muss auch die Jamaat Kanada sich Gedanken machen über einen neuen Ort der Jalsa Salana. Sie sollten sich nicht darum besorgt sein, wie man dies organisieren soll. Denn Allah Ta'ala wird dies organisieren, wenn sie dankbar sind und wenn sie ihm danken. Genauso möchte ich sagen, für die Leute in Kanada und in den USA und auch hier, dass die Asylbewerber aus Pakistan, die neu gekommen sind, auch sie sollten beachten, dass Allah Ta'ala sie gesegnet hat, um diese Segnungen aufzunehmen, dürfen sie sich nicht in der Welt verlieren, sondern sollten ihre Bindung zu Allah Ta'ala stärken, sollten seine Gebote einhalten und sein Wohlgefallen erlangen. Vor allem Jugendliche sollten sich bewusst sein, dass sie dankbar sind Allah gegenüber. Und solange sie dankbar sind, wird Allah Ta'ala ihnen mehr Segnungen geben. Sie sind aus Pakistan gekommen, weil ihnen dort Leid zugefügt wurde. Und beachten Sie dies immer. Seien Sie sich dieses Leides immer bewusst. Sie sollten gute Eigenschaften und gute Taten an den Tag legen und für die Ahmadis Vorbilder sein. Das sollten Sie immer beachten. Dass wir kommen, nicht für die Welt ist, sondern für den Glauben Allahs. Nach 2 Tagen wird inshallah das Ramadan anfangen, und Kanada und USA schon morgen. Jeder Ahmadi sollte von diesem Ramadan profitieren. Sie sollten ihre Gebete und ihre Duas zum Höhepunkt bringen. Das sind die Tage, in denen sie die Segnungen Allahs in sich aufnehmen können. Jeder Ahmadi sollte davon profitieren. Möge Allah Ta'ala jedem diese Möglichkeit geben, damit wir die Segnungen Allahs noch mehr auf uns sehen. Möge Allah dies so geschehen lassen. Ich werde nach dem Namaz-e-Jumma 2 Namaz-e-Janaza verrichten
einmal unser Shahid, gestern wurde Chaudhry Naim Ahmad Sahib, Sohn von Chaudhry Abdul Wahid Sahib aus Karachi, gestern wurde er ermordet und ist im Märtyrertod gestorben. Sein Großvater, Khurshid Alam Sahib, mit ihm, das war sein Opa, und der Shahid wurde 1961 geboren. Er war aus der Goda. 1971 ist er nach Kotri gegangen, dann Orangi Town. 1914 hat seine Großmutter das Bad auf der Hand des zweiten Kalifen geleistet. Der Dada danach anschließend, der Großvater, Shahid. Der Shahid hat Master of Arts in Wirtschaftswissenschaft gehabt, hat gearbeitet. Er ist am 19. Juli morgens um 8 Uhr in sein Büro, zu seinem Büro aufgebrochen, und durch eine enge Gasse ist er immer gelaufen, und dort war sein Auto. Durch diese Gasse ist er gelaufen, als zwei Jugendliche ihn an die Schläfe Pistole legten und erschossen, und Naim Ahmad Sahib verstarb vor Ort. Seit 11 Jahren war er Sadar Halka Orangi Town. Davor hat er 4 Jahre lang als Guide mit sich Orangi Town gearbeitet, und davor, und er war Zaim Halka Murabiyat Fahl, verschiedene Ämter hat er begleitet. Er war ein sehr aufrichtiger, freundlicher Mensch, und die Mitglieder der Jamaat dort bestätigen dies. Seit einiger Zeit ist in diesem Ort, in Orangi Town, eine große Feindschaft gegenüber dieser Art entfacht. Doch er hat immer mit großer er war ein Musti, und er war ein sehr tapferer Mensch. Viele Nicht-Ahmadis haben auch seine guten Eigenschaften bestätigt. Er kam auch oft zu Jalsa. Und er hat, obwohl er Gast war, als Gastgeber gedient. Und immer wenn er seine Schuhe pflegte, nahm er auch die Schuhe der Gäste und pflegte diese und säuberte diese. Einmal kam jemand zu ihm nach Hause und hatte dreckige Schuhe, und als er morgens sah, am nächsten Tag, sah er, wie die ganzen Schuhe von dieser Familie gesäubert wurden. Und das war eine seiner Eigenschaften. Er achtete sehr auf das Wohl der Menschen. Er war ein sehr aufrichtiger und sehr einfacher und genügsamer Mensch. Er hatte keine Kinder gehabt, und seine Frau sagt, dass er immer auf meine Gefühle achtete, und meine Eltern haben mir nicht so viel Liebe geschenkt wie dieser Mensch. Möge Allah seine Ränge erhöhen, und möge Allah diese Tage der des Leides schnell in Pakistan beenden. Wir sollten uns auf Dua und Gebet, vor allem in diesem Ramadan, konzentrieren, auch in dieser Hinsicht. Vor allem die pakistanischen Ahmadis und alle Ahmadis auf der ganzen Welt sollten dafür beten, dass Allah Ta'ala diese Tage des Leides schnell vorübergehen lässt. Zweite Janaza ist von Saif Sada Mirza Hafiz Ahmad Sahib, Sohn von Sani, er war 86 Jahre alt. Am 14. Juli in der Nacht ist er gestorben. Er war Sohn von Umme Nasir. Bade
ein sehr gutmütiger Mensch, der auf die Armen Rücksicht nahm. Er hatte Maulvi Fazl Abschluss gemacht. Dann hat der zweite Kalif ihn nach Sindh geschickt, um dort zu arbeiten. Und dann hat er sein eigenes Geschäft gehabt. Er hat eine gute und sehr aufrichtige Bindung zum Khilafat, schrieb mir immer Briefe, sehr aufrichtig. Er war mein Mamu, mein Onkel, möge Allah seine Ränge erheben und gnädig und vergebend sein. Ich werde nach den Gebeten des Namazi Janaza verrichten. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر